Hallo liebe User, hier ist der Holly vom Stellplatzführer.de. Heute möchte ich euch einen Platz in San Javier vorstellen. Camperpark La Ribera. Der Platz ist mit einer Ein- und Ausfahrtschranke gesichert, hat eine großzügige Entsorgung. Das liegt direkt zur linken Hand. Hier können 3 Mobile gleichzeitig entsorgen. Hier vorne zur linken Seite stehen Riesenmobile. Zur rechten Seite gibt es ein kleines Restaurant. Hier vorne ist die Rezeption. Und hier Informationen und verkauft einer ein Schlauchboot. Hier ist das Restaurant, was von innen. So, wieder ein Platz, der sehr weitläufig ist. Hier sind die großen Mobile nochmal. Gasflaschentausch. Der Platz hat fast ungefähr 200 Mobile. Hier hinter diesen großen Mobilen gibt es noch einen Abstellplatz für Leute, die zwischenzeitlich nach Hause wollen. Der Platz hat 1, 2, 3 Sanitärhäuser. Sehr spärlich besucht jetzt, weil die Überwinterer kommen alle erst noch im Oktober. Hier vorne ist das zweite Waschhaus. Auf der rechten Seite, was ich gerade gezeigt habe, ist noch ein Waschhaus. Da vorne. Dann schauen wir uns die Duschen, Toiletten und die Waschmöglichkeiten an. Der Platz kostet 10 Euro inklusive VE, also Ver- und Entsorgung und Strom. WLAN 1 Euro am Tag. Am Restaurant ist das WLAN kostenlos. Und hier sind die Sanitäranlagen. Urinale. So, hier sind die Toiletten. Und hier ist zum Beispiel die Dusche. So, jetzt haben wir noch hinten Waschmaschinen, Abspülgelegenheit. So, hier sind die extra eine Hundewaschmaschine, also nicht zum Hundewaschen, sondern Hundeutensilien zu waschen. Handwäsche, Spülbecken, Waschmaschine, Trockner. Hier unten nochmal. Ein Regal mit Büchern zum Austausch. Wenn man sein Gelesenes hier hinstellt, kann man sich ein neues mitnehmen. Wenn man seine Wäsche gewaschen hat, hat man die Möglichkeit, Wäsche hier aufzuhängen. Hallo. Müll. Da ist Hollys zu Hause. Und hier hinten kann man mit dem Hund innerhalb des Geländes extra für Hunde zum Spazieren gehen. Und da vorne ist das dritte Waschhaus. Hier ist an diesem Wochenende ein Harley-Davidson-Treffen. Die knattern den ganzen Tag hier vorbei. Ist aber nur dieses Wochenende. So.
Und hier wäre der Weg wieder zurück. Also, wenn dieses Video euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, bitte sagt mir, was ich verbessern oder verändern kann. Euer Holly vom Stellplatzführer.de. Danke.